dass du den Deutschland wieder gefunden. Du sollst irgendwie immer in den Dreck wühlen, Mensch. Da hat Onkel Dieter gearbeitet, bei Blum und Voss damals. Und Onkel Dieter ist immer jeden Morgen um 7, wenn der los ist, dann hab ich mich bei ihm ins Bett gelegt, weil das Bett war so schön warm, ne? Du, mein Schieder, das war so warm, weil er hat abends immer eine Flasche Bohnenkamp weggehauen und dadurch hat er so eine starke Ausdünstung gehabt, dass das Bett noch 2-3 Stunden länger warm war als das von Inge. Du, weißt du? Und Inge mochte den Gestank aber nicht haben und mir machte das nichts aus, weil ich hätte damals von Andi eins auf die Klöten gekriegt und meine Nase war dicht. Und dann irgendwann war er ja tot. Das war ja, die hatten ja morgens angerufen und dann haben sie gesagt, dass Andi ist er von Motorrad überfahren worden, ne? Weil er wollte damals nämlich nur drüben bei Windweh wollte er nimm für seine Mutter Möbelstück auszuholen. Und dann hat er nicht auf die Ache mit seinem Roller rübergefahren, denn. Dann ist man auch manchmal, ist man auch einsam, dann hat man keinen anderen mehr. Du, weißt du, ich habe ja auch nur die Weiber, die wollen mir immer die Kohle aus der Tasche ziehen. Du, mein Schieder, irgendwie ist alles scheiße.